Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es eine kleine Aufklärung bzw. ein dringend erwartetes Statement, zumindest von einem kleinen Teil der Vorbesteller von Cherry X, von meinem neuen Parfum. Übrigens, wenn ihr das noch nicht getestet habt, schaut es euch bitte gerne an. Link dazu steht in der Beschreibung drin. Es ist meiner Ansicht nach der beste Kirschduft, den ich jemals gerochen habe. Das war natürlich auch das Ziel, dahinter diesen Duft hier zu kreieren mit Meisterparfümeur Mark Buxton zusammen, 30% konzentriert, 220 €, damit, ich habe eben nochmal nachgeschaut, 130 € günstiger als Tom Ford Lost Cherry, muss man an dieser Stelle auch dazu sagen. Es gibt ja den ein oder anderen Online-Keyboard-Junkie, der das Ganze mit Lost Cherry vergleicht, was meiner Ansicht nach nicht wirklich angebracht ist, aber selbst wenn man es mit Lost Cherry vergleichen würde, würde man hiermit immer noch deutlich günstiger wegkommen. Da kommt inzwischen auch die Sonne raus, ich hoffe, euch stört das nicht zu sehr. Warum drehe ich also dieses Video? Naja, weil mich inzwischen doch die ein oder andere Nachricht erreicht hat von Leuten, die, sagen wir mal ganz vorsichtig, verwirrt gewesen sind, weil im Internet doch der ein oder andere, insbesondere ein Pärchen hier auf YouTube, behaupten, dass zu der Vorbestellung von Cherry X ein Discovery Set hätte dabei sein müssen. Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat, weil natürlich auf der einen Seite niemals ein Discovery Set versprochen gewesen ist. Ja, jeder Kunde bekommt bei mir im Shop gratis Samples zu der eigenen Bestellung mit dazu. Das Ganze ist auch einfach verständlich auf der Bestellseite vermerkt. Natürlich steht es sowohl in der Bestellbestätigung, bevor ihr die Bestellung abgebt, als auch auf der Rechnung nochmal mit einer kleinen Zahl drauf, wie viele Samples das wirklich sind. Ja? Und es ist eben hier so, dass 95% oder 99% der Kunden das scheinbar richtig verstehen, ein kleiner Teil aber nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich das grundsätzlich natürlich verstehen kann, vor allen Dingen, wenn man sich eben viel im Internet aufhält und dann die ein oder andere Meinung liest oder hört, dass man dann vielleicht dahin beeinflusst wird, zu glauben, dass eine Art Discovery Set in dieser Bestellung dabei hätte sein müssen, was aber tatsächlich zu keinem Zeitpunkt so versprochen worden ist und natürlich auch gar nicht üblich ist, denn ein Discovery Set ist ein separates Produkt mit einer Artikelnummer, was separat in meinem Shop gelistet ist und dementsprechend dann natürlich als Sample Set oder Discovery Set auch so ausgewiesen ist. Mal grundsätzlich abgesehen davon, dass es auf der Bestellseite nur heißt gratis Samples zu deiner Bestellung, was mit einer Zahl gekennzeichnet worden ist und tatsächlich auch auf der Produktseite von diesen Gratis-Samples nochmal steht, dass das Bild nur der Illustration gilt, wäre es für mich persönlich doch viel klüger marketingmäßig, das Ganze Gratis-Sample-Set zu nennen und tatsächlich auch mit dem echten Preis dieser Sample-Sets zu versehen. Ja? Also egal, wie man es dreht oder wendet, ergibt es meiner Ansicht nach keinen Sinn. Ich will da aber auch gar nicht groß rum diskutieren, mich rechtfertigen oder sonst irgendwas. Ich denke, dass das den meisten Leuten klar ist, was mit diesen Gratis-Samples gemeint worden ist. Und ich sehe die Situation aktuell so, dass das aufgrund mancher Beiträge im Netz, wie zum Beispiel von diesem besagten Pärchen, dass da eben ja bestimmte Fehlinformationen einfach gestreut werden, dass irgendwas in der Bestellung hätte sein müssen, was aber zu keinem Zeitpunkt tatsächlich Teil der Bestellung war oder eben versprochen worden ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir die Flacons Cherry X übrigens von der Manufaktur aus verschickt haben, also vom Abfüller aus an euch, damit sich das Ganze einfach nicht zu stark verzögert. Ich hatte da einfach noch den großen Schrecken von UT31 im Nacken und habe deshalb alle Vorbesteller Anfang März 2024 in einer E-Mail darüber aufgeklärt und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal hervorheben, dass das keine Marketing-E-Mail und kein Newsletter war, sondern einfach eine Informations-E-Mail zu der Bestellung, die ich an jeden Einzelnen händisch rausgeschickt habe, weil es mir eben wichtig war, euch darüber aufzuklären, wann kommt das Ding, was ist mit dabei und warum bekommt ihr zum Beispiel am Anfang kein Sample mit dazu. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass wir das vom Abfüller direkt verschicken, wir natürlich logistisch gesehen gar keine Samples mit dazugeben konnten, weil der Abfüller keine Samples bei sich hat. Ja? Und es ist auch nicht mehr so, dass ich persönlich da im Keller sitze und die ganzen Pakete selber packe, was, glaube ich, der ein oder andere auch noch denkt bei der Masse an Flakons, die hier über die Ladentheke gehen. Ist tatsächlich nicht so, sondern das macht ein separates Versandlager für mich. Und weil es eben einen erheblichen Mehraufwand und mehr Zeit eben bedeuten würde, die Flakons erst alle dahin zu bringen, dann diese 800 Flakons erstmal einzulagern, um dann eben die Bestellungen abzufertigen, ihr versteht, worauf ich hinaus will, habe ich mich dieses Mal entschieden, die Flakons direkt ab der Produktion direkt zu den Leuten zu schicken. Was meiner Ansicht nach Sinn gemacht hat, weil alle eigentlich darauf gewartet haben und alle den Duft so schnell wie möglich haben wollten. Insbesondere die Sharings auf Parfumo, was für mich persönlich immer noch community-mäßig einer der wichtigsten Faktoren ist. Und auch wenn da viel Hate passiert, bin ich persönlich immer noch der Meinung, dass das die coolste Art und Weise ist, einen Duft zu testen. Wenn ihr der Meinung seid,
seid, dass ihr das nicht braucht oder die Hater glauben, dass sie es nicht auf der Plattform haben wollen, können wir das nächste Mal auch gerne lassen, dass die Leute dann einfach sich die Samples bei mir auf der Website bestellen. Macht für mich finanziell gesehen natürlich mehr Sinn, weil ich darauf auch nochmal eine bessere Marge habe als auf so einen Flakon. Oder wir machen es einfach so, dass ihr alle in die Parfümerien lauft, um dann eben den Duft dort zu testen. Können wir meinetwegen so machen, ja, habe ich gar kein Problem mit, aber ich bin doch der Überzeugung, dass es auf Parfumo doch eine viel coolere Art und Weise ist, um den Duft dann doch den Leuten zugänglich zu machen und das bis jetzt doch sehr positive Feedback, wenn man von dem blinden Hate mit den 0 und 1 Sterne Bewertungen mal absieht, gibt mir dann doch irgendwo recht darin, dass das sinnvoll ist, das so zu tun. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu dem Thema. Das, was wichtig ist, ist ja, dass alle Vorbesteller, also wenn du ein Vorbesteller bist und dieses Video schaust oder überhaupt irgendwas in meinem Shop gekauft hast, wir haben ja im Grunde genommen einen bindenden Kaufvertrag. Das heißt, natürlich bekommst du, wenn du zum Beispiel eine gratis Reisegröße mit diesem Flakon dazu bekommen hast oder eine gratis UD 31 Probe, selbstverständlich noch eine Nachlieferung mit der Probe oder whatever, was in deiner Bestellung mit drin war. Das ist meiner Ansicht nach völlig selbstverständlich. Vielleicht muss ich es an dieser Stelle aber auch nochmal offen und explizit sagen, dass das natürlich nicht unter den Teppich fällt. Wie wollte ich nur an dieser Stelle mal gesagt haben. Der Punkt ist aber ganz einfach, dass ich mir dachte, als Vorbesteller-Goodie, also als Vorbesteller-Bonus dafür, dass ihr bei mir den Flakon vorbestellt habt, bekommt ihr nicht nur eine Nummerierung von dem Flakon, die übrigens unten auf dem Boden aufgedruckt ist, auf dem Etikett, sondern ihr bekommt tatsächlich auch ein Sample von dem Duft, der als nächstes rauskommt. Das Thema mit diesem Duft ist aber, dass der natürlich noch nicht fertig ist. Die DNA steht zwar, aber das Öl muss noch eingekauft werden, es muss in Alkohol gelöst werden, das Produkt muss angemeldet werden und dann muss es eben in diese Sample-Flakons rein. Das heißt, es war für mich persönlich einfach als coole Aktion geplant, das Ganze separat dann nochmal zu verschicken und dann natürlich das Ganze über das Versandlager zu lösen und da dann natürlich alle anderen Sachen, die in der Bestellung mit drin sind, mit dann noch dazu zu geben. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute mir da irgendwie misstrauen. Ich glaube auch, dass das vor allen Dingen durch so fahrlässige Aussagen im Netz, sage ich jetzt mal, sei es auf Parfumo, sei es auf YouTube, auf dem Channel von den beiden, dass das einfach dadurch irgendwie so ein bisschen die Stimmung, schätze ich mal, hochgekocht ist. Und natürlich ist in diesem Zusammenhang dieses Wort Discovery Set gefallen und alle dachten scheinbar plötzlich, dass es ein Discovery Set gratis gibt und dass das hätte dabei sein müssen. In dem speziellen Fall von den beiden muss ich an der Stelle natürlich auch sagen, dass ich natürlich nicht nur Anfang März diese E-Mail an alle Vorbesteller geschickt habe, die beiden auch nachweislich gelesen haben, sondern dass ich tatsächlich auch nochmal letzten Montag mit den beiden schriftlichen Kontakt hatte und das alles nochmal explizit erklärt habe, wie es abläuft. Und scheinbar, ich weiß nicht aus welchem Grund, haben die Informationen aus dieser Nachricht von mir und aus dem Nachrichtenwechsel es aus irgendeinem Grund nicht in dieses Video geschafft, was erst 5 Tage später live gegangen ist. Und da muss ich an der Stelle auch sagen, ich habe jetzt auch schon mal eine freundliche E-Mail geschrieben, bis zum Zeitpunkt von diesem Video leider noch keine Antwort erhalten. Deshalb an dieser Stelle bitte gerne mal in die Tasten hauen und mir eine kurze Antwort geben, denn ich möchte natürlich, dass das so nicht im Internet dargestellt wird, weil das so in dieser Form natürlich einfach eine Falschinformation ist, die nicht stimmt und ich habe nachgewiesenermaßen vorab darüber aufgeklärt und dass man das dann eben noch so in einem Video verwertet, hat für mich zumindest ein Geschmäckle. Ich muss das an dieser Stelle aber auch nicht wirklich breittreten. Ich finde, es macht einen auch unsympathisch, wenn man so irgendwie anfängt, über Leute zu reden und aus genau diesem Grund kann ich es halt auch nicht verstehen, dass man solche aufklärenden Informationen, die ja eigentlich wichtig sind und wo ich mir auch extra nochmal die Mühe mache, im Kundenservice zu antworten, dass man das dann einfach rauslässt und dann noch nicht mal in korrekter Form in einen Kommentar klatscht, der unter dem Video drunter steht. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann nur an der Stelle sagen, ich würde mich freuen über eine Antwort und das wäre auf jeden Fall, glaube ich, für die ganze Entwicklung ganz gut. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video hier weitergeholfen hat. Es bekommt auf jeden Fall jeder die Sachen, die er auch bestellt hat und ich möchte an dieser Stelle auch nicht als derjenige dargestellt werden, der hier irgendwas versprochen und nicht eingehalten hat. Denn es ist einfach Fakt, dass 99% der Kunden bei mir einfach sehr, sehr glücklich sind und die Ware in sehr kurzer Zeit mit tollen Samples bekommen. Und klar gibt es da auch hin und wieder Leute, wo es nicht passt oder wo sich Komplikationen auftun. Aber das gibt es auch überall und meiner Ansicht nach ist es nicht besonders fair, dann so zu tun, als würden wir in einer perfekten Welt leben, wo alles super perfekt funktioniert. Das ist nicht so und trotzdem bemühe ich mich natürlich da, jeden Einzelnen auch glücklich zu machen. Und natürlich sind eure Bestellungen mir persönlich auch wichtig. Und es ist nicht so, dass ich das Geld einsammle und dann einfach sage, ja gut, ha, scheiß drauf, ja. So kann es langfristig halt einfach auch nicht funktionieren. Aber gut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich wollte das nur an der Stelle mal gesagt haben. Und in diesem Sinne immer schön positiv bleiben und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai. Und bitte an dieser Stelle testet mein Parfum. Macht's gut. Bis dann. Ciao.